Denn da müssen wir sowieso noch das abschließen, denn wir hatten ja in der letzten Folge diesen hier kalt gemacht, Arabijou. Und jetzt müssen wir nochmal zum Abschlussgespräch, ne? Man kennt das Feedbackgespräch. Was war gut, was war schlecht, was könnte man besser machen? Und vor allen Dingen, warum habe ich diese Kleidung an jetzt? Das wird jetzt alles gleich hier im Bruderschaftshaus beredet. Basim Ibn Ishaq. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lass ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Basim. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib, war sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Haben wir den Rang Novize erreicht. Ich glaube, ich war zum Schluss Lehrling, ne? Jetzt habe ich es visuell und so richtig wahrgenommen. Ich bin Novize, weil ich auch jetzt nochmal meditiert habe. Aber nein, wir haben natürlich, weil wir bestimmt irgendwas, weil wir das Ziel erledigt haben. Das ist der Grund, deswegen schafft man auch Ränge.